Wir haben auch zu wenig Maurer, die die Ziegel mit rübertragen. Wobei das aber auch nichts bringt, viel mehr mit ranzubringen, denn wir haben ja so oder so nur 22 Ziegel. Die werden den ganzen Tag mit hin und her getragen. Den Leuten geht es sonst soweit gut. Ah, da fällt mir was ein. Den Gerichtshof muss ich noch bauen. Den stellen wir auch hier vorne mit hin. Gleich an die Ecke. Da ist er. Wir könnten den auch hier mit hinstellen. Dann steht da niemandem im Weg. Und die von hier unten könnten dann ebenfalls dorthin gehen. Hier könnten wir auch mit hingehen. Ach komm, ist egal. So, jetzt kriegen wir einen Gerichtshof, dann können die sich gegenseitig verklagen. Alles ist gut. Freuen die sich schon drauf. Juhu. Ganz viele mittlere Anwesen haben wir schon. Wir haben jede Menge Essen, das sieht gut aus. Wir haben auch 1300 plus gemacht. Top. Und das, obwohl wir gar nicht so viel gezählt haben. Aber es ist auch die Masse an Bauern, die es ausmacht. Die Mast aber steht. Oh nein, es ist jetzt eine Familiengruft. Ich wollte keine Familiengruft. Ich wollte eine Gruft für den Pharao. Verdammt, noch eins. Ach, leckt mir doch die Füße. Es hat sich irgendjemand hier eine Familiengruft gesichert. Wer? Die. Sorens Amun Familie. Sorens Amun. ...71 bediente Kunden im letzten Jahr. Wahnsinn. Hätte ich gar nicht erwartet, dass so viele Leute dafür unterwegs sind. Wir haben hier drüben schon, sehr gute Überschwemmung, immerhin, den Schrein der Hathor. Den können jetzt einige aufsuchen und falls es mal zu einer schlechten Überschwemmung kommt, kriegen wir auch Harpy mit dazu. Gut, ich glaube, keiner geht in die Schule, um dort zu lehren. Das ist schlecht aktuell. Die wollten auch schon wieder irgendjemanden verklagen. Da wurde Ehebruch begangen. Was ist bei euch das Problem? Ehebruch begangen. Ah, vielleicht untereinander. Muhahaha. Das kann natürlich sein. 46 Farmen dürfen wir haben. Theoretisch könnten wir hier noch weitere Bauern mit hinsetzen, aber ich will erstmal warten, bis wir die weiteren Schreiber kriegen. Und dann würde ich die Bauern mit hinsetzen. Und der Schreiber kommt dann auch gleich hier vorne mit hin. Der kann sich hier mit allem ausstatten, hat alles in der Nähe. Und die Bauern kommen dann hier oben hoch. Die gehen dann von oben aus runter auf die Felder. So, und dann haben wir das Gebiet eigentlich weitestgehend ausgenutzt. Theoretisch könnten wir noch rübersiedeln auf die andere Seite, müssten dann natürlich alles neu aufbauen, müssten dort auch weitere Maurer mit hinstellen und Ziegeleien und. Das würde eine ganze Weile dauern. Wir könnten aber auch Ziegelhöfe mit drüben hinpacken, bräuchten dann aber trotzdem Boote, Barken, Anlegestellen etc. pp. Das dauert alles. Oh. Ich wollte gerade sagen, willst du nicht mal auf die Felder gehen? Jetzt ist er unterwegs. Braves Männchen. Ja, hier drüben wird jetzt auch sehr viel angepflanzt. Kannst du alles mitzählen und bald ist der Kulttempel fertig, bald ist auch der Gerichtshof fertig, genau, und der nächste Schrein. Das heißt, die beiden Dinge müssen noch gebaut werden, dann können wir uns so langsam ums Prestige kümmern. Wir haben ja auch schon seit ewigen Zeiten jetzt einen Kommandanten. Der bekommt dann auch seine Armee mit dazu. Zumindest die Stadtwachen, dass die schon mal ein bisschen aufpassen können. Ich würde dann hier 4 Stadtwachen mit hinsetzen oder 3 und hier nochmal 3. Dann haben wir 6 Häuser mit Stadtwachen. Das sind 18 Leute. Keine Rechtsprechung verfügbar. 0 bediente Kunden im letzten Jahr. Wir haben sehr viele mittlere Anwesen. Großes Anwesen. Ein großes ist auch schon mit dabei. Deswegen dürfen wir jetzt aktuell 54 Farmen haben, haben aber gar nicht die Möglichkeit, einen weiteren Schreiber mit unterzubringen. Absolventen haben wir auch nicht viele. Die Leute demonstrieren wenigstens nicht.
und das Einbalsamierungshaus wird betrieben, sodass die ihre Familienmitglieder hier irgendwo beerdigen können. Eine Person nutzt Dienstleistung, wo auch immer jemand gestorben ist. Gut, dieses Anwesen hat kaum noch was zu essen. Die sind auch alle hier relativ neu noch bei uns. Ah, der nächste Schrein ist fertig. Sehr gut, jetzt fehlt nur noch der Kulttempel. Und dann können wir uns um Prestige kümmern, um die Soldaten und endlich darum, einen weiteren Schreiber mit reinzuholen. Dann haben wir jede Menge Essen und dann geht's auch los mit dem Handel. Es ist immer wieder dasselbe Prozedere in jeder einzelnen Mission. Und trotzdem finde ich es ganz gut gemacht. Gibt's hier irgendwo noch Schilf außer hier vorne? Nee, ne? Dann müssen wir das ganze Papyrus hier produzieren. Ja, und hier werden auch hauptsächlich die ganzen Stadthäuser stehen. Ich weiß jetzt nicht, ob die Bauern hier drüben dann noch irgendwas anderes benötigen. Das Blöde ist, ich könnte hier zwar Priester mit hinbauen. Ja gut, dann könnte ich für die Priester diese Luxusläden mit hinsetzen. Aber hauptsächlich nur Bauern mit hinstellen. Aber die laufen ja dann trotzdem rüber und beten dort und machen und tun. Ach, ganz zufrieden bin ich nicht. Ich mag die Situation nicht. Na endlich, die letzten 18 Steine werden hingetragen, dann haben wir es geschafft, dann ist auch der Kulttempel fertig. Und dann brauchen wir jetzt die Soldaten, die Stadtwachen. Dann bauen wir erstmal weitere einfache Ladeninhaber mit hin. Da können sich dann die ganzen Luxushäuser mit einrichten. Frage ist, ob wir hier oben irgendwo Waren herbekommen. Es sieht alles schlecht aus, also wenn dann nur dort oben. Aber selbst hier gibt es kein Schilf, keine Binsen, kein nichts. Hier könnte man höchstens noch irgendwas holen. Aber guckt mal, wie weit wir laufen müssten. Das ist ja völliger Blödsinn. Geht nicht anders. So, einfache Ladeninhaber. 4 Stück. Mit Matten. Mit Körben. Mit Leinen und mit Töpferwaren. Jetzt muss ich gerade mal gucken, wo sind denn Akazienbäume? Hier. Das heißt, hier könnte ich auch die Waffenschmieden mit hinsetzen. Hier drüben. Ach, was soll's. Stellen wir auch hier drüben mit hin. So, du machst Rüstungen, du auch. Die holen jetzt erstmal ihre Waren. Stellen schon mal die Soldaten mit hin. 6 Stück. Die auf uns aufpassen. Heute weilen sie schon 33 Jahre unter den Lebenden, oh Pharao. Ja. Oje, das kostet auch alles wieder Ziegel, die erstmal produziert und rangeholt werden müssen. Gott sei Dank haben wir den Kulttempel gleich fertig, dann ist hier schon mal Ruhe. Dann brauchen wir bloß noch die Basaltstatuen, das dauert eine Weile, bis wir die kriegen, aber hey, unsere Luxushäuser sind glücklich, das sehe ich doch gerne. Die finden es hier wohl besonders hübsch. Zumindest sind die alle schön weiß ausgebaut. Und dafür brauchen wir noch die ganzen Ziegel. Ja, die Maurer sind alle beschäftigt. Die bauen jetzt hier wie die Wilden.
haben erstmal den Kulttempel fertig gemacht. Wird jetzt demnächst auch das erste Mal eröffnet und wir brauchen hier vorne dann nachher noch einen weiteren Priester. Die hier können sich um das obere alles kümmern. Da wird sich um das untere gekümmert. Wir haben noch zwei Absolventen. Die ersten Waren sind angekommen. Wunderbar, die können sich dann gegenseitig mit ihren Waren ausstatten. Und theoretisch könnten wir hier oben noch einen weiteren Bäcker mit hinstellen. Es dürfte reichen, um dann wirklich alle mit den Notwendigkeiten des Lebens zu versorgen. Außerdem können wir hier oben noch ein weiteres Silo mit anbringen. Und anschließend, wenn das alles ausgebaut wurde, wenn alles fertig gebaut ist, dann können wir uns endlich um Prestige kümmern. Denn dann haben wir die Stadtwachen, die auf uns aufpassen. Wir haben jede Menge Waffen, die benutzt werden können, um weitere Leute auszubilden. Das heißt, wir können einen weiteren Kommandanten, dann einen weiteren Schreiber und so weiter holen. Also der Plan steht. Wir müssen bloß berühmter werden, mehr Prestige haben. Ja, schon wieder am Zählen, immerhin. Einige Felder gezählt, 14 von 115. Ja, wir müssen noch einen ganzen Schwung Bauern mit ranholen. Ich glaube, ich baue jetzt auch erstmal welche mit hin. Ziehe die Straße hier hoch. Hier kommt der Schreiber mit hin. Da kommt die Bäckerei. Hier oben wird der Rest fertig gebaut. Ein Mitglied der gehobenen Klasse wurde beerdigt. Immerhin. Gute Flut wurde vorausgesagt. Sehr schön. Dann werden wir im nächsten Jahr noch mehr Essen machen. Wie viele Bauern haben wir jetzt? Wir haben 49 von 62, die wir haben können. Das heißt, wir können hier noch einiges an Bauern mit hinstellen. Wahrscheinlich werde ich hier noch einiges rumbauen. Schade, dass ich hier an die Straße nicht so viel mit ranbringen kann. Passt noch einer hin. Da wird es zu steil. Aber immerhin, 53 Bauern, damit kommen wir schon sehr, sehr weit. Und wahrscheinlich werden dann auch die ganzen einzelnen Villen noch wesentlich mehr Essen bekommen. Es wurde jetzt schon zugeteilt und trotzdem haben sie... Nee, wurde noch nicht zugeteilt. Ah, die werden also nochmal einen ganzen Schwung Essen bekommen. Das sieht hervorragend aus. Klar, viele Steuern haben sie nicht gezahlt. Dadurch, dass der Schreiber jetzt wirklich nicht alles gezählt hat... Das ist klar. Die Leute protestieren, weil sie nicht zu Osiris und zu Anubis beten können. Stimmt, für Anubis haben wir das noch gar nicht eingestellt. Aber andererseits haben wir auch keine großartige Chance, ihn irgendwie anzubeten, solange wir diese ollen Basaltstatuen nicht bekommen. Vielleicht sollte man am Anfang immer gleich erstmal mit Schreinen arbeiten. Gar nicht mit Kulttempel. Kulttempel erst später, wenn man die Statuen hat. Um wenigstens eine Anbetungsmöglichkeit zu haben. Einige Waren fehlen noch. Es gibt hier aber genug zu verkaufen, nur nicht genügend Körbe. Aber er hat genügend Körbe zu verkaufen, also ist alles in Ordnung. Hier
drüben wird noch der Rest fertig gemacht. Und wenn wir das große neue Silo haben, dann haben wir auch wieder mehr Platz, um die ganzen einzelnen Waren unterzubringen. Und dann können wir uns endlich um Prestige kümmern. Was freue ich mich da drauf. Ziegel sind schon unterwegs. Dann fehlen hier noch die Ziegel. Vielleicht sollte ich noch weitere Maurerwohnungen mit dazulegen. Immerhin können sich die Leute schon mal mit Waffen ausstatten. Rüstungen kommen später mit dazu. Die nähen schon fleißig. Da sind die Ziegel. Und hier sind die Ziegel auch schon unterwegs. Wunderbar. Ja, wir haben jede Menge großer Anwesen, insgesamt sogar 6, 7, 8 Stück. Das ist gut, da passen sehr viele Bauern mit in unser Reich. Wir haben jetzt die Möglichkeit, 58 Farmen anzubauen. 53 Bauern, die das tun, haben wir bereits. Und lange dauert es nicht mehr. Gibt schon wenige Rüstungen, sehr schön. Die ersten Leute sind auch schon mit Rüstungen ausgestattet, perfekt. Die holen sich jetzt Brot, das hier unten produziert wird. Der backt Brot. Insgesamt bis zu 457 Brote. Auch hier wird ordentlich gebacken. 487. 499. Also Brot wird hier ohne Ende hergestellt. Und unsere Bauern sind schon wieder auf den Feldern. Oh, ich freue mich so darauf, gleich den Schreiber mit hinzusetzen. Das wird so schön. Das Ding wird schon fertig gebaut. Wunderbar. Theoretisch müsste ich jetzt erstmal eine weitere kleine Mastaba bauen. Damit wir irgendwo beerdigt werden können. So, und diesmal ist sie nur für den Pharao. Ja, es geht nicht anders. Die muss her. Wenn wir jetzt sterben, haben wir sonst sehr schlechte Karten. Das Silo kommt. Das können wir jetzt schon mal unterbringen. Wunderbar. Und auch das dazugehörige Essen. Gut, dadurch, dass wir jetzt sowieso nicht so viel bauen, ich guck mal ganz kurz, wie viel er gezählt hat, 72 von 159, ist völlig in Ordnung, wenn hier jetzt noch ein weiterer Schreiber steht, dann haben wir schon fast alles bei uns. Dadurch können wir jetzt erst einmal warten und ich mache eine kleine Pause, wir sehen uns gleich wieder. Ist eine Idee, oder? Bis gleich.